Da ist er. Da ist er. So, los geht's. Jetzt nehmen wir das auf. Dann geht's weiter. Schön langsam runter, nicht dass wir uns irgendwie verletzen. So. Und los. Oh, ein Fuchs. Und nochmal Eisenerz. Fällt gerade ein. Sicherheit geht vor und weiß nie. Na, hau ich beim Hacken noch die Controller weg. So. Dann gehen wir mal zurück und geben wir mal die Quest ab. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ist jetzt soweit alles gut. Ich habe ein paar kleine Änderungen gemacht. Sollte aber den Spielverlauf nicht großartig verändert haben. Das, nein, ein Fuchs. Dachte schon, Wolf. Es ist mittlerweile Morgen. Ganzen Weg zurücklaufen. Hier wohnt die alte Dame. Anise. Hallo. Dass wir sie aus Versehen schlagen. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Na ja, glaube ich nicht. Deswegen nicht beunruhigen. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Okay. Das haben wir jetzt durch. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich jetzt das machen musste. Oh, was? Was los? Warten. Hallo, werter Reisender. Hallo. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Was macht ihr hier draußen? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Nee.
Na gut, auf Wiedersehen. Also gut. Wo ist der Wolf? Da ist der Wolf. Oh. Ja, lauf nur. Gehen wir weiter. Oh, ein Hirsch. Ein Hirsch. Ein Elch. Das ist auch ein Hirsch? Ich glaube ein Elch. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal, es ist ein Hirsch. Oder ein Elch. Und Wölfe. Na, die Wölfe umgehen wir. Das sind mir die Pfeile zu schade. Was ist das für einer? Hallo? Ich will auf der richtigen Seite stehen. Okay. Hopp. Und hopp. Springen und hopp. Ja, muss richtig hoch springen, damit es triggert. Sieht zwar komisch aus, aber es ist die einzige Möglichkeit, Springen nicht auf eine Taste zu legen. Und die Immersion immerhin. Das ist jetzt ein Hirsch. Ich glaube, eine Hirschkuh. Nein, Hirschkühe haben keine Hörner. Glaube ich. Nein, macht keinen Sinn. So, safen. Man weiß nie. Hallo. Wo ist der Jarl? Hallo? Wahrscheinlich muss ich zu Farengarn. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Wie wohl ihr Name ist? Der Jarl interessiert sich kann mich gar nicht an die erinnern. Dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Jo. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus dem Meer heißt, zu sehen, leck mich am Arsch. Unglaublich wertvoll wäre. Nun, ihr habt Besuch. Dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab?
Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Mhm. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Jupp. Und was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Mhm. Schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ein Drache. Ihr solltet auch kommen. Okay. Ein Drache, wie spannend. Ja, ein Drache. Mal sehen, was hat er getan? Ich an eurer Stelle. Oh, aufgeregt. Ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Weißlauf angreift, so aufgeregt. Kann ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Jo. Los geht's. Daran schnetzeln. Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr Saufen. Habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass Natürlich. Ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte Danke. Nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Na, komm mal gleich mal anlegen. Pelzstiefel des Ausweichens. Schnell laufen. Schnell laufen ist gut. Muss man nicht anziehen. Gut. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Nee, ich pass möchte, auf. Dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Gut, komm mal. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Du wirst noch früh genug einen Drachen sehen, glaub mir. Mitten am Tag. Beste Zeit, um Drachenjagen zu gehen. Blöd nur, wenn die Nase kratzt. Kommt sie? Ja, die kommt schon noch. Komm, Fräulein, lauf. Die Lage ist folgendermaßen. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Jetzt sind wir dran. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist, der ist im Busch. Geschickt hat.
aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber was ist das? Wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Jawohl. Ganz genau. Rücken wir aus. Los geht's. Jetzt geht's los. War das, der Turm, glaube ich? Entschuldigung. Also sie könnten ruhig ein bisschen schneller laufen. Sagt ja nur. Ja, das ist hier. Ich erinnere mich. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Oder. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ich gehe da rauf. Nein, zurück. Ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Nein. Die Nachricht rette uns. Er kommt zurück. Da ist er. Da ist er. Warten wir es auf dem Boden. Boden geht. So, jetzt. Treffe ich überhaupt? Ja. Wow, 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 wow. Nein, nicht zu mir. Nein, einer ist, zwei sind gefallen. Was ist hier los?
Alle, zurück! So. Setze deinen Schrei ein. Machen wir. Erstmal möchte ich meine Pfeile, oder deren Pfeile. Der hat gut gegessen. Die brauchen wir. Die kommen dann gleich in die Truhe. Wie kann ich noch dran? Ich bin schon am Rand. So. Zoom! Zoom! Ja. Läuft. Die Geheimschwestern schreien wird reduziert. Können wir gleich mal anziehen. Die Stahlfreile kann er nicht mehr gebrauchen. Meißlöcher, Feldmantel. Nee, brauche ich nicht. Ja, okay. Hast du gesehen? Bist geschockt? Der durchlebt gerade ein Trauma. Stahlpfeile. Okay. Und was sagt ihr? Wollt ihr nichts sagen? Ich weiß es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ja, da staunt ihr, gell? Drachenblut, wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Wie die Gaffen. Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Ja. Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nur zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ja. Ihr seid ja so still. Kommt schon, ja. Irilet, sag doch mal. Sag doch mal diese was. Diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben also das nenne ich meine Kunst, nicht hinzufallen. Das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Sieht ein bisschen aber ich brauche kein unbequemeres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Nee. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ja. Und jetzt? Gehen wir? Soll ich? Ich gehe da mal, gell? Wollt ihr nach oder kommt ihr nach oder was macht ihr jetzt noch? Diesen Drachen habt ihr es ganz schön gegeben. Naja. Blut oder nicht. Mir reicht das. Das war. Ich übernehme hier fürs Erste das Kommando. Ihr kehrt nach Weißlauf zurück und teilt dem Jarl mit, was geschehen ist. Jawohl. Diesen Drachen haben. Gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf anzulegen, was? Fum! Ja, läuft. Aber das war ja. Das war ja nix. Die richtigen Drachen kommen erst noch. Ich glaube, ab drei. Ab dem dritten Tag kommen die. Ja.
glaube, ich werde gerufen. Na gut. Ich komme. Gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was ja, wir Hauptsache. Ist zu suchen. Alle. Ach, wahrscheinlich ist das Gesetz. Könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ja, haut ab. Ihr da. Ja. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Geld. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadon. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Rorikstad. Und warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr na klar. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Auf Wiedersehen. Ich verstehe dich nicht, es ist so laut. Boah, Joch. Uiuiuiuiui. Verkauf mal mein Zeug. Alter, ist das laut. Hallo? Ich möchte gern was verkaufen. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall das kaiserliche Schwert brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Eisendolch brauche ich auch nicht. Die Schuhe können weg. Aber mehr kann ich nicht. Na gut. Achso. Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Dietrich könnte ich gebrauchen. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 171. Der Pfeiler habe ich jetzt genug. Leder. Leder brauche ich eigentlich. Leder ist fucking teuer. Also wie Lederstreifen. Weil ich Taschen schmieden möchte. Muss ich mal gucken. Auf Wiedersehen. Boah, ist immer noch so laut. So. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Ja, bisschen. Die Lautstärke bisschen verringert von den Blitzen. Oh, ist er immer noch so laut. Na gut. Uiuiuiuiui. Oh, ich habe Angst, von einem Blitz getroffen zu werden. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Oje, oje, da ist irgendjemand sauer. Mächtig sauer. Obwohl es schon geil aussieht.
Na gut. Gut. Ihr seid endlich hier. Ja. Der Jarl erwartet euch schon. Okay. Ihr habt den Ruf gehört. Ja. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Nee. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodka gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens? Soll ich dir zeigen? Eingebildeter Unwissender? Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Es geht nur die Graubärte etwas an. Es geht dich ein Scheißdreck an. Als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodka aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ja, ich weiß, ich gehe ja gleich hin. Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nö. Hochrodka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Jawohl. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Wegen dem Haus. Wann darf ich einziehen? Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Boah, ich brauche erstmal Geld. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält... Ja, und jetzt rennst du. Banditenführer, vergessene Tore. Okay. Gut.
Gut, das reicht. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wegen dem Haus nochmal zurück. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Und fertig? Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Okay. Ich behalte euch im Auge. Wenn wir zu Farangan. Also, dieser Drache war so groß. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nope. Aber hast du vielleicht was zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Aber das kann ich irgendwas verkaufen. Nö. Okay, das war's. Tschüss. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest. Na? Bro, beruhig dich, ja? Ich hab euch gerettet. Na gut, ich brauche erstmal Geld. Weil ich eigentlich schon fast ausgelastet bin und die Drachenknochen ziemlich schwer sind. Oje, oje. Na, gucken wir mal. Bist du Lydia? Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ich bin ein Tane? Was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Okay. Na gut, brauchen kann ich dich jetzt gerade nicht. Warte einfach hier. Okay? Gut. Es regnet halt. Ich glaube, jetzt gehen wir erstmal in den Pub. Und warten, bis der Regen aufgehört hat. Diese Graumähnen sollen. Hallo, es regnet. Warum seid ihr alle hier draußen? Und es blitzt und donnert. Naja. Ich habe nichts getan. Er hat auch nichts gesagt. Kommt herein. Danke. Sagt Hallo. Schnell, wenn ihr etwas braucht, bitte wartet oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Tag. Ja? Also gut. Yeah. Schon. Ja, Mama. Kam einst ein Reck Ragnar der Rohr nach Weißlauf geritten von Rorik's. Wollt ihr was zu trinken? Nee, danke. Von Kämpfen und Beute Glück. Die sieht aus wie eine Rotwadonin. Ja, spreche ich mal. Ich müsste mal kurz mit der Dame reden. Hallo. Hallo. Wusstet ihr, dass ein paar Alike? Krieger nach einer Rotwadone suchen? Seid ihr sicher? Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Okay. Aber keine fiesen Tricks hier. Was kann ich für euch tun? Ich traue dir nicht.
dir? Sollen wir hier reden? Aber... Okay. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Ich traue dir nicht. Am einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstein. Ganz alleine mit ihr. Aus Reden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ganz ihr ruhig. Mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Ich habe Feuer, ich habe ein Schwert. Zusammen, tot. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht, wenn es dabei etwas zu verdienen gibt? Das wird es. Dessen könnt ihr sicher sein. Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschicken, um mich hinrichten zu lassen. Töten. Du meinst töten. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Okay. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefängnis. Wo ist das Gefängnis? Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Haben die hier ein Gefängnis? Weshalb sind die Alikir hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Na gut. Komm zu mir. Ich werde schauen, was ich tun kann. So. Dann saufen wir mal ein bisschen.